Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Hey, raus mit dir! Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. Der Greco flickt dich wieder zusammen. Ja, natürlich. Verdammt, jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Ey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose voll blutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen verdammten Komiker zu machen. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spuck. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja. Aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung.
Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen,